sozusagen einen 23-Jährigen vor der Kamera, der sein 17-jähriges Ich gespielt hat. Weil Never Stop a Running System. Was geht ab, meine werten Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Nice. Und heute gibt es wieder ein Real Talk über das Thema Alblali. Heute wollte ich mal so ein bisschen über die Alblali-Lore erzählen, könnte man sagen. Also wie ist das entstanden? Und vor allen Dingen, warum habe ich mit dem Kanal aufgehört? Weil ich habe an alle, die sich hier beteiligen, vielen lieben Dank dafür. Das ist unglaublich, was hier passiert. So ein bisschen suggeriert, ich habe das mal so ein bisschen erklärt. Aber bin noch nie wirklich im Detail darauf eingegangen oder habe über meine Gefühle geredet, wie ich mich gefühlt habe, warum ich das wirklich gemacht habe. Und heute werde ich endlich alles erklären, vom Anfang bis zum Ende. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, es wird ein nicer Real Talk. Über seine YouTube-Karriere sozusagen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil ich da generell ein großer Fan bin, muss ich mal ehrlich sagen. Machen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das in Form eines Videos ein bisschen besser hinbekomme, gerade bei so einem wichtigen Thema. Also es ist nicht wirklich ein wichtiges Thema, aber für mich persönlich, weil das... Also Alblali ist einfach so ein immens großer Teil meines Lebens. Ich meine, Alblali hat 2011 begonnen und das letzte Video kam im Jahre 2019 raus. Ich glaube, es gibt nichts, was mein Leben noch mehr... Hey, ist Slow-Mo-Chat an? Leute, warum macht denn ihr einen Slow-Mo-Chat an? Mach dann bitte den Slow-Mo-Chat wieder aus, ist doch völlig lost. Verändert hat. Hier ist übrigens mein 100.000 Abonnenten Play-Button, das hat schon bessere Tage gesehen, aber ich glaube, ich habe das Anfang 2012 bekommen oder so. Oh, und hier ist mein 1 Million Abonnenten Play-Button. Alter, ist das so schwer. Keine Ahnung, wie die heutigen sind, aber das habe ich Video Day 2014 erhalten. Und ich habe wirklich niemals in meinem Leben gedacht, dass ich mit einem YouTube-Kanal so weit komme. Also ich weiß noch, wie krass es für mich war, als ich mit Alligator24 100 Abonnenten bekam. Und 1 Million ist so eine Zahl, die kann man sich visuell einfach nicht vorstellen. Und mit Vic gehe ich gerade auch darauf zu, dass es... crazy. Auf jeden Fall hat es mit diesem Ankündigungsvideo angefangen. Ganz am Anfang von Alblali war ich noch auf dem Fachgymnasium, gerade mal 3 Monate. Und dieses Taschengeld, sag ich mal in Anführungsstrichen, was ich durch Alblali bekam, wurde immer mehr zu einem Einkommen, wovon man theoretisch leben könnte. Meine Eltern haben das auch wahrgenommen und mich dementsprechend immer mehr Support. Das ist auf jeden Fall, das ist eine Marke, ne? Du bist erstmal auf der Schule und da bekommst ein Einkommen, wovon du leben kannst. Es ist eine geile Sache, wirklich, ich muss einfach mal so sagen. Gerne. Und irgendwann gab es YouTube Next Up. Das war so eine Art Wettbewerb, wo man 20.000 Euro gewinnen konnte und primär von YouTube bzw. Google unterstützt wurde. Durfte man auch nach London reisen und mit einem international großen YouTuber ein Video drehen, wie zum Beispiel Fine Brothers oder iJustine. Und das waren alles YouTuber, die kannte ich damals. Dementsprechend war das eine extrem große Ehre für mich. Und ich weiß noch damals, als ich die E-Mail erhielt, dass ich gewonnen habe, dachte ich erst... Ja, habe ich mir so eine Vegas Pro gekauft. Alter, Toni Loni, ey, es ist ein geiles Programm. Aber du bist eigentlich mit Premiere besser dran, aber es kostet halt auf Dauer viel, viel mehr. Deswegen, so die Vegas ist schon ein ganz nice Ding. Aber nice, wirklich, also fuchst dich da ein bisschen aus. Es ist echt, geht fit, muss man mal so sagen. Ja, und der Marine, der hat ja einfach über 3000 Bits raus, ist absolut gestört. Das sei Scam oder so, weil die E-Mail war so auf Englisch und keine Ahnung. Es sah einfach irgendwie nach Scam aus. Aber nach mehreren Überprüfungen realisierte ich, yo, die ist wirklich von YouTube, what the fuck. Ich glaube, das hat so ein paar Tage gebraucht, bis ich wirklich realisiert habe, dabei haben mit Alblali. Und ich dachte mir, uff, krank. Ich weiß noch, wie Krachten am Telefon sagte, die anderen großen YouTuber werden dich auch unterstützen und wir alle werden dafür sorgen, dass du davon leben kannst. Keine Ahnung, irgendwie hat sich das alles so safe angefühlt. Ich wusste, Digga, das ist meine Future. Aber eine Stadt noch im Weg. Mein Fachgymnasium macht es mir unmöglich, aktiv zu sein. Und ich habe gemerkt, wie die Abonnentenzahlen runtergingen, wie die Klicks... Er hat die Schule bestimmt abgebrochen. Aber ich sag mal so, wenn du halt Abi... du musst ja nicht mehr Abi haben oder so. Aber wenn du 10. Klasse dort gemacht hast, machst du ja dort auch nochmal wie eine Prüfung oder so. Und dann hast du ja automatisch so wie einen Realschulabschluss oder was weiß ich. Irgendeinen Abschluss hast du dann, wenn du Abi machen möchtest. Und... dann geht das noch so, dann hast du wenigstens was noch in der Hinterhand. Nichts runtergegen, ich dachte mir, shit, ich könnte mir jetzt gerade... Also nicht in der Hinterhand, sondern dann hast du halt die Option, eine Ausbildung trotzdem so zu machen. Eine ziemlich geile Zukunft verbauen. Und deswegen, nach einem langen Gespräch mit meinen Eltern, ja, kam ich zu dem Entschluss, Fachgymnasium muss ich abbrechen, wenn ich das hier haben will. Ich würde es übrigens niemandem auf der Welt empfehlen, die Schule abzubrechen für YouTube oder so. Niemals. Bei mir... Es ist aber jetzt eine schwierige Sache, ne? Also natürlich empfehlen niemals, man sollte immer etwas in der Hinterhand haben, damit man dann halt auch wirklich sicher sein kann. Und es ist auch ganz, ganz schlimm, wenn man Existenzängste dann hat, wenn man dann merkt, es läuft nicht mehr so krass, scheiße, da bin ich dann am Arsch oder so. Deswegen macht auf jeden Fall immer was, wenn ihr das trotzdem vorhabt mit YouTube und keine Ahnung. Aber natürlich für ihn hat sich halt des Jahrtausends gelohnt. Ich meine, er macht krass viel Geld. Lass es auf Twitch sein, lass es YouTube sein und so weiter. Er macht echt heftig viel Geld. Er hat sich ja, glaube ich, auch ein, zwei Immobilien oder so geholt oder eine Immobilie geholt. Und ja, was willst du eigentlich mehr? So, also, wenn er weiter so macht und weiter so reinhaut und spart und das für nachhaltige Sachen verwendet, das Geld, so dann braucht er später nicht arbeiten gehen und kann einfach so leben. Und das ist halt nice. Wir haben lediglich alle Umstände... Ist wirklich so. Der Marine-Dennis gibt Schöneres, denkst du?
Ich denke nicht. Dafür gesprochen. Und das ging ja auf. Das heißt, meine Eltern und ich sind nach YouTube Next Hub zu meinem Fachgymnasium gefahren. Ja, sie hat es so ein Ding. Ich wollte es einfach nur dem Direktor geben und abhauen. Aber meine Eltern bestanden darauf, dass ich mich bei meiner Klasse verabschiede und Haribo verteile. Nice. Es war mega unangenehm, sich da hinzustellen und zu sagen, hey Leute, ich werde die Schule abbrechen für YouTube und hier habt ihr Haribo. Meine Klassenlehrerin hat mich so weird angeguckt und die Hälfte der Schüler auch. Das war so cringe. Die andere Hälfte konnte das so ein bisschen nachvollziehen, weil die kannten Iblali, die wussten, dass ich theoretisch davon leben kann und dass ich so ein bisschen fame bin. Also die haben es verstanden. Danach ging es los. Jede Woche ein Video. Bam, Iblali. Bam, Alitels. Bam, Creeps. Bam, Videospielmythen. Damals nur ein Video pro Woche, was so ungefähr 5 Minuten geht. Das war damals legitim und heute eher... Geht so, ne? Heutzutage bestraft der YouTube-Algorithmus einen, wenn man nur 4 die Woche macht. Real talk. Ich muss aber ehrlich gestehen, die Entscheidung, mein Fachgymnasium abzubrechen, fiel mir nach außen hin leicht. Aber in mir drin war das eine echt harte Entscheidung. Ich habe einfach 2 Jahre danach in regelmäßigen Abständen immer so einen Traum gehabt. Und in diesem Traum geht das mit YouTube nicht auf. Ich muss dann wieder zurück zum Fachgymnasium. Quattro, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, wenn du jetzt wirklich gehen solltest. Ich danke dir vielmals für den kranken Support. Ey, Liebe geht raus, wirklich. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder mal. Wirklich, danke. Das ist ein geisteskranker Support gewesen. Ich habe super viel verpasst und deswegen schreibe ich bei jeder Klausur eine 6 und verkacke komplett. Ey, so oft habe ich das geträumt und so oft war ich erleichtert, als ich aufgewacht bin und realisierte, ey, das war nur ein Traum. Die ganze Scheiße hat echt ein bisschen mit meinem Unterbewusstsein gespielt. Am Anfang war Evladi voll Leidenschaft, aber nach einem Jahr wurde es auf mentaler Basis ein bisschen anstrengend. Es gab halt verschiedene Probleme, die mich enorm unter Druck gesetzt haben. Erstens, das mit den Steuern. Ich habe mich da relativ spät darum gekümmert, deswegen immer die Angst am Anfang, dass ich, keine Ahnung, wegen Steuerhinterziehung in den Knast komme. Also ich wusste einfach nicht, wie es funktioniert. Viele Steuerberater wollten sich dem nicht annehmen, weil das ein neues Phänomen ist. Ist er jetzt Freiberufler oder zählt das zu Gewerbe oder was ist denn das genau? Mir hat so einen Scheiß niemand beigebracht und meine Eltern wussten auch nichts. Ich bin, by the way, genauso ein Opfer. Auch was das ganze Steuerzeug angeht, das hat dieses Jahr noch meine Mom gemacht, beziehungsweise jetzt vor einem Monat hat es meine Mom mitgemacht, ne? Die hatte auch nicht so die übel die Arbeit, beziehungsweise übel die Ahnung davon, ne? Das ist einfach die Scheiße so. Wer hat denn schon jemand, oder wer kennt denn jemand, der so ein Nebengewerbe macht, wie ich das mache und dann mit Absätzen und so, was passt dort hin? Kotzt einen übel an. Muss man letztendlich natürlich trotzdem machen, aber ich spare immer extrem viel, damit ich, falls doch irgendwann mal was kommt vom Finanzamt, dass ich das nachzahlen kann, direkt auf einen Schlag. Und das wird bei mir auf jeden Fall auch so sein, wenn da irgendwas mal kommen sollte, ne? Weil Angaben können immer mal verkackt werden. Aber ich muss auch demnächst mir einen Steuerberater suchen, weil es wird einfach sonst, zu viel. Nicht zu viel an Geld, sondern zu viel, was du einkaufst, was du wieder absetzen kannst und so. Und das ist halt einfach schwierig. Ich war auf einer fucking BWL-Schule und wusste nicht, was ich machen soll. Außerdem war es neu für mich, dass ich auf einmal viele Hater-Kommentare hatte. Außer am Alter, ja. Es war neu für mich, dass Leute immer gefordert haben. Und es war neu für mich, dass es auch mal über längere Zeit schlecht lief, dass die Klicks runtergingen. Dann wurde man auf einmal auf der Straße erkannt und Leute haben zu einem gesagt, ey, mach mal was Lustiges. Alter, ich war fucking antisocial. Und es gab sogar Leute, die zum Haus gefahren sind. Meine Privatsphäre wurde missachtet und vor allen Dingen wurde ich immer perfektionistischer. Beispielsweise in Bezug auf mein Aussehen. Ich hatte schon immer Komplex mit dem, wie ich gucke, wie meine Zähne sind. Das ist heute natürlich 1000-mal besser. Und das hat unter anderem dazu geführt, das habe ich euch schon 1000-mal erzählt, dass ich vor der Kamera immer und immer wieder denselben Satz gesagt habe, bis es komplett perfekt war. So, dass ich perfekt schaue, immer die Augen ein bisschen zugekniffen, so dass ich perfekt rede. Und vor allen Dingen habe ich immer versucht, meine Zahnlücke so ein bisschen zu verstecken. Ja, da ist das ein oder andere Mental Breakdown auf jeden Fall passiert. Ich glaube, das Krasseste hatte ich 2013. 2-mal. Da habe ich mittendrin aufgehört, da musste ich auch weinen. Und ich glaube, ich habe deswegen auch einen Monat Pause gemacht. Außerdem, jedes Mal, wenn ich neue Formate ausprobiert habe, wurde ich... Weil du denkst einfach nicht, weißt du, wenn du Iblali siehst, dann denkst du, ja, Mann, das ist ein übelst selbstbewusster Typ. So, ist halt ein bisschen stämmig, sage ich mal. Also, das ist jetzt kein Lauch oder so wie ich. und dann siehst du, der ist halt mental halt nicht so krass drauf, sage ich mal. Das zeigt einfach, wie widersprüchlich manches aussieht oder was wir für Vorurteile teilweise haben. Ich sozusagen bestraft mit vielen Deabos, mit viel weniger Klicks. Und das hat mich immer ein bisschen abgeschreckt. Und ich dachte mir, ey, never stop running system. Deswegen blieb ich bei Alitels, Iblali, Creeps und Videospielmythen. Immer diese 4 Formate. Bei den meisten anderen Formaten habe ich mich nicht wirklich getraut, die durchzuziehen. Weil ich hatte Angst. Ich hatte Angst, dass es irgendwann nicht mehr laufen könnte. Er ist attraktiv. Also ich muss sagen, ich finde, Vic hat sich auch optisch echt krass gebessert. Oder beziehungsweise finde ich auch optisch schöner, ne, muss einfach sagen, voll homo natürlich, auf der Basis, aber ich fühle irgendwie sein Stil nicht so, also er ist ja so auf dieses japanische feiert er so, oder K-Pop und keine Ahnung, da ist er ja so auf diesen Trip, ne, und das sieht man ja bei ihm auch,
Aber ich persönlich feiere das null. Also keine Ahnung, ich bin so null diese japanischen Schriftzeichen, was, keine Ahnung. So, ich kann es verstehen, wenn es Leute feiern, aber ich bin halt gar nicht zu krass angetan von dem Zeug. Ich meine, ich habe meine Schule abgebrochen, es muss laufen. Und versteht mich nicht falsch, ich hatte auch oft Spaß, aber oft war das so ein Kampf, was überwiegt. Spaß oder der Druck, den ich mir mache. Und sehr häufig hat der Druck gewonnen und dementsprechend hatte ich keinen Spaß. Aber das Gute ist, zu dem Zeitpunkt, wo ich noch in Wedel gewohnt habe, gab es kaum Stress in meinem Privatleben, weil ich fucking antisocial war. Ich hatte kaum Freunde. Die einzigen Freunde, in Anführungsstrichen, die ich hatte, waren Online-Bekanntschaften. Aber als ich nach... Ja, warte, Vic war aber schon immer unheimlich sympathisch und bei ihm ist man richtig aufgehoben, wenn man nach einem ehrlichen und korrekten YouTuber sucht. Er hat es verdient, dass zwei Leute auf jeden Fall der Eiserfils fühlst du 1000%. Und als ich ihn auch privat gesehen habe auf der in Köln, habe ich ihn noch so mal getroffen und da haben wir einfach miteinander geredet. Also wir waren einmal feiern, da war er mit dabei, da haben wir auch draußen mal ein bisschen miteinander geredet. Aber auch nochmal in Köln habe ich ihn zufälligerweise getroffen. Das war bei der Bahn, beim Bahnhof, genau. Da waren die Kumpels gerade auf der Toilette und er stand halt einfach da. Und ich dachte mir so, hä? Ist das Vic? So, dann bin ich hin, haben kurz noch miteinander geredet. Die Leute, die wissen das auch in diesem Gamescom-Vlog. War mega entspannt. Also wirklich mega entspannt. Köln gezogen bin, hatte ich auf einmal viele Menschen um mich herum. Das erste Mal richtig viele soziale Kontakte. Dementsprechend lernte ich relativ spät Erfahrungen. Ja, Vex, was ist denn jetzt damit? Auf Videos reacten plus Video schneiden, das machen wir ja auch. Kennen, die andere schon mit 14, 15, 16 gemacht haben. Und damit meine ich zwischenmenschliche Dramen. In Wedel habe ich mich immer aus einem rausgehalten, aber jetzt war es fast unmöglich. Keine Ahnung, stellt euch mal vor, ihr seid 15 und ihr habt einen großen Freundeskreis und es gibt öfter mal Drama und es gibt Intrigen, dann gibt es noch Sachen mit Drogen, wie in so einer Netflix-Serie oder einfach nur Skins. Teenie-Drama. Und das hatte ich in meiner Jugend kaum bis gar nicht. Also ich war meistens dieser einsame Nerd und hatte so ein paar Leute, die ich kenne. Und das waren überwiegend oberflächliche Freundschaften. Ich kannte es nicht anders. Und in Köln bin ich plötzlich mitten im Leben, werde in irgendwelche Sachen reingezogen und musste erst lernen, mich von sowas zu distanzieren. Aber es hat mir auch extrem, wenn auch ein bisschen zu spät, geholfen, mit anderen Menschen gut umzugehen. Ich bin daran gewachsen und ich habe mich verändert. Und vor allen Dingen bin ich auch erwachsener geworden. Diese Albladi-Rolle, das war einfach nicht mehr ich. Ihr hattet sozusagen einen 23-Jährigen vor der Kamera, der sein 17-jähriges Ich gespielt hat. Weil, never stop a running system. Und je älter ich wurde, desto weniger habe ich diese Rolle gefühlt. Ich habe ab und zu versucht, etwas Neues auszuprobieren, wo ich mehr... Ich bin auch ehrlich, ich habe die Albladi-Videos nicht wirklich gefühlt. Ich finde die Weg-Videos viel... sympathischer, offener und keine Ahnung, man merkt einfach so, er redet frei, so wie er es halt auch denkt und keine Ahnung, es ist viel, viel offener, viel ehrlicher, viel echter einfach. Bei Iblali hat er immer so die Rolle gespielt und für mich war es halt, es ist wie CEO, sag ich mal. Ich fand die Videos ähnlich wie CEO und CEO fühle ich jetzt auch nicht so extrem krass, weil das ist mir einfach so, der Humor ist einfach nicht so meins. Real Talk jetzt. What the fuck, als ob du nicht Creeps geil fandest. Ich hab's nicht weiter geschaut. Also Creeps sagt mir jetzt gar nichts. Ich habe immer, wenn der mal Ali Tells oder so mal reingeschaut, aber habe ich auch nicht so gefühlt. Real Talk. Ich bin, aber das kam meistens nicht so an. Deswegen dachte ich mir irgendwann, okay, ist halt mein Job. Juckt. Differenzieren zwischen meiner Persönlichkeit und Job. Ab Bücherclub wurde es sogar ein bisschen besser. Also der Humor war immer noch sehr kindlich und random. Aber meistens waren das Anspielungen, manchmal sogar ein bisschen politisch. Also insgesamt war es Satire. Damit konnte man sich ein bisschen mehr identifizieren, aber davor war das halt nur random. Damit will ich auch nicht sagen, dass die Sketches schlecht waren. Im Gegenteil. Ich will damit auch nicht sagen, dass random automatisch schlecht ist. Es gibt viele Videos von damals, wo ich noch heute drüber lachen würde, aber manche Jokes waren so, ja, ich komme in die Wohnung und vögel diese scheiß Säule. Das war's. Ohne Pointe. Es gab sogar ein paar Leute, die haben geschrieben, Alter, wie kann man sich als erwachsener Mann so darstellen oder so auftreten? Und natürlich, fuck it, das sind irgendwelche Hater-Kommentare, aber manchmal habe ich das auch ein bisschen gedacht. Also die Unterschiede zwischen meinem Real-Life-Ich und meinem Alblali-Ich wurden halt immer extremer und keine Ahnung. Ja, also ich fühl's auf jeden Fall, ne? Man möchte ja auch irgendwo das weiter aufrechterhalten, auch so die Größe aufrechterhalten von seinem Kanal. Und dann muss man sich irgendwann verstellen, sage ich mal. Weil eines Tages, irgendwann macht es dir nicht mehr so viel Spaß, wie es dir ganz am Anfang Spaß gemacht hat, weil es Standard geworden ist, weil es dann irgendwann monoton ist. Du machst immer das Gleiche. Genauso war es ja bei mir. Ich habe die Meinungsbox gemacht, einen nach dem anderen, immer die gleichen. Also es war einfach so Massenware, ne? Und dann denkst du dir irgendwann, mal was Neues wäre toll, aber irgendwie, das funktioniert so, wie du es machst, aber du hast ja gar nicht mehr den Spaß dran. Das ist halt immer... Ah, ist immer so eine schwierige Sache, muss ich sagen. Ich finde es gut, dass er jetzt diesen anderen Kanal oder diesen Vic-Kanal komplett durchzieht. Und ich finde es um einiges entspannter bei ihm. Ahnung. Privat bin ich einfach eher ein gechillter und nachdenklicher Typ, der auch viel langsamer spricht als in den Videos. Also auch als in dem Video hier. Ich glaube, das ist bestimmt irgendwie. Also ich versuche jetzt, also ab jetzt versuche ich so zu reden, wie ich wirklich privat rede. Ohne Witz, es kam so oft vor, dass mich Zuschauer auf der Straße erkannten und dann erwarteten sie einen extrovertierten,
lauten, hebeligen Typen, aber vor sich hatten die auf einmal so einen eher introvertierten und ruhigen Typen. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich schon den Satz gehört habe, ey, du bist ja ganz so argumentiert, dass sie gesagt haben, wir kennen den echten Weg in Anführungsstrichen und wir finden den cooler. Soll aber auch nicht heißen, dass alles von meiner Iblali-Personality fake ist. Also, das war halt ein Teil von mir, ja, der aber über die Zeit immer mehr in den Hintergrund gerückt ist. Ich hatte schon Ende 2015 oft diesen Gedanken, boah, ich halte das nicht mehr aus, ich muss was anderes machen. Aber mich erst 2019 getraut, das wirklich umzusetzen in der Öffentlichkeit. Also, Iblali zu beenden, das meine ich. Ich war ja damals in Therapie wegen meinen, ja, unter anderem wegen meinen Panikattacken und meiner Irfstut, vielen Dank für den einen Bit und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Wenn du jetzt wirklich gehen solltest, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Vielen Dank für den kranken Support heute. Also das ist wirklich, Irfstut hat heute absolut auch übertrieben, das muss man mal so sagen. Vielen lieben Dank, wirklich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Therapeutin meinte zu mir, wenn du mit mir und Toni eh so viel Spaß hast und ihr eh schon so ein bisschen Videos dreht, dann mach doch ein Team auf. Das würde vielleicht dein Leben in so eine neue Richtung bewegen. Und ich dachte mir, einerseits interessante Idee, aber auf der anderen Seite wusste ich da schon, dass ich kein guter Chef bin. Also beziehungsweise, dass ich lieber alleine arbeite. Ich muss ehrlich gestehen, diese Bücherclub-Zeit hat diesen Spaß nochmal so ein bisschen zurückgeholt, aber es hat auch andere Probleme erschaffen und diese Probleme haben mich nochmal so richtig krass unter Druck gesetzt. Viel mehr Druck, als ich zuvor hatte. Ich bin wegen diesem heftigen Stress, den ich in meinem Kopf hatte, 2017 locker 7 bis 8 Mal krank geworden. Und 2018, wo Iblali inoffiziell vorbei war und ich viel weniger Stress hatte, wurde ich insgesamt, ich glaube, ich war einmal erkältet und das war es im ganzen Jahr. Ich glaube, mit Nia und Toni habe ich damals nie so... Ja, Stress ist ja so die, würde ich schon fast sagen, mit die häufigste Ursache, dass man überhaupt krank wird. Und als YouTuber, man denkt immer so, ja, YouTuber, mega chillig, macht sie ja nichts weiter, weißt du, du schläfst aus, dann setze dich mal hin, machst mal kurz ein Video und dann kannst du rausgehen, machst dein Zeug. Aber bei YouTube ist es halt immer so, du brauchst ein neues Thema. Du musst wieder das machen, das machen, das machen. Dann darfst du das nicht vernachlässigen. Es ist so viel, was du auch teilweise machen musst, oder beziehungsweise du musst vielleicht gar nicht so viel machen, aber du musst immer dir Gedanken machen, was machst du als nächstes Video. Du musst dir die ganze Zeit ein Thema überlegen und egal was ist, die Themenfindung, die macht deinen Kopf irgendwann kaputt, weil du die ganze Zeit jeder Situation daran denkst, was als nächstes für ein Video kommen soll. Richtig offen darüber gesprochen, aber ich glaube, die haben es auch selbst gemerkt. Als ich dann auf Streaming gewechselt bin und nur noch das gemacht hat, worauf ich Bock hatte und wirklich mich so präsentiert habe, wie ich tatsächlich bin, da ist der Großteil von Iblali-Zuschauern abgesprungen. Aber das war mir eh klar. Also ich wusste, dass das passiert, nur hatte ich immer extrem Angst davor. Aber das war die zweitwichtigste Entscheidung für mich, nach der Entscheidung mit dem Fachgymnasium. Ich glaube, um glücklich zu sein, muss man manchmal einfach Risiken eingehen. Und aber ja, verständlich. Keine Ahnung, ich bin zum Beispiel sehr schlecht darin. Mo, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, Bruder. Ne? Schön, dass du am Start warst. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst. Kuss, geht raus, wirklich. Ich bin immer gerne in meine Komfortzone und ich mache immer das, was in Anführungsstrichen sicher ist. Aber dieses krampfhafte Safe in der Komfortzone bleiben will ich jetzt so ein bisschen bekämpfen. Deswegen werde ich jetzt was Ähnliches versuchen, was Tima gemacht hat vor einiger Zeit. Irgendwann nächstes Jahr, wenn ich alleine in Urlaub fliege. Ich weiß noch nicht hundertprozentig wo, aber ich werde da nicht 2 Wochen, sondern 2 Monate bleiben. Ich werde neue Leute kennenlernen, ich werde auf fremde Leute zugehen und ich werde insgesamt so ein bisschen meiner Komfortzone Das ist wie mein Bruder, by the way. Mein Bruder ist auch so ein übel gestörter Mensch, der alleine irgendwelche Backpacking-Sachen macht. Ne? Da macht er immer nach. Der wollte jetzt vor kurzem eigentlich nach Peru, aber das hat ja nicht funktioniert wegen Corona. Aber der macht halt auch so Touren in Asien, Thailand, Vietnam und so weiter. Dort macht der lang. Dann will er auch mal eine Weltreise machen in 2 Jahren, glaube ich, bin mir gerade nicht so sicher. Und das macht er halt einfach alles alleine und ja, trifft oder lernt dort halt neue Leute kennen und sowas. Der ist übel extrovertiert, was es angeht. Absolut krank. Ich könnte es nicht. Ich brauche immer jemanden, mit dem ich irgendwo auch die Sachen teilen kann, die Momente teilen kann. Er macht das halt alleine, der feiert das. Boah, fühle ich nicht. Brauche ein fettes Hotel. Hab gar keinen Bock auf Sandalen-Urlaub. Ja, aber der ist halt so eher dieser Travel-Mensch, ne? Das muss man auch sagen. Krank, er ist wirklich absolut krank. Was Dortmund liegt hinten 2-0. Mich insgesamt mehr trauen. Also ich bin zwar sozialer geworden, aber insgesamt traue ich mich fast gar nichts. Und das ist nicht gut. Ich hoffe, dass mir das so ein... Alter, was? Gegen Mainz liegen die 2-0 hinten? Das ist natürlich ganz gestört. Und Leipzig liegt vorne, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, Leipzig ist wieder an einem Punkt dran. Ein bisschen helfen wird und dass ich das danach in Deutschland weiterführen kann. Und Streams sind zwar manchmal auch stressig, aber ich bin froh, dass bisher der Spaß immer überwogen hat. Oder überwiegt. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja Leute, die... Aber das Gefühl hatte ich bisher noch nicht, dass ein Stream wirklich stressig war. Ich glaube, bei mir waren immer Streams mega entspannt und nice. Ich glaube, es gab nur mal eine kurze Phase und das war damals die Sache mit Chris. Für die Leute, die sich jetzt hier noch erinnern. Im Februar. Das war die einzige Zeit, wo ich halt irgendwie so wie ein Down hatte, was das anging.
Aber auch nur für drei oder für zwei, drei Streams. Aber ansonsten hatte ich immer mega Bock auf Twitch. Hat immer Spaß gemacht. Beschweren sich manchmal, dass zum Beispiel kein Mario Odyssey mehr kommt oder fordern andere Formate ein. Aber davor bin ich ja mit Vic überhaupt erst geflohen. Also ich mache auf Vic einfach nur das, worauf ich gerade Bock habe. Das war das Kanalkonzept von Anfang an. Also hier stehe sozusagen ich an erster Stelle. Ich würde mich anlügen, wenn ich sage, dass ich auf dieses Game Bock habe. Im Moment kommt so ein bisschen Smash wieder. Damit bin ich einfach am glücklichsten. Also ich finde es auch schön zu sehen, dass Zuschauer das so annehmen. Ich habe zwar nicht mehr den Hype von damals, aber ich will diesen Hype auch nicht. Ich will einfach nur meine kleine Community haben, die da... Vor allem meine kleine Community. Hat einfach 980.000 Abonnenten, macht pro Video über 1 bis 2 bis 300.000 Aufrufe. In seinen Livestreams hat er auch mehrere tausende Zuschauer. Es ist halt einfach eine kleine Community, das muss man einfach so sagen. Das feiert, was ich feiere und nicht, was ich nicht feiere. Das finde ich einfach millionenmal wertvoller als diesen Fame-Aspekt. Das können vielleicht viele nicht nachvollziehen, aber I've been there. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ihr könnt auch gerne abonnieren. Wir haben schon fast die 1 Million auf Vic. Dann gibt es nochmal so einen Button, nur ein bisschen anders. Haut rein. Und aber schön. Oh, Alter, ich muss sagen, das Video fühle ich zu 1000%. Und man merkt hier den... Spaß und die Leidenschaft an. Ich habe noch nie bei Vic tatsächlich kommentiert, aber es muss einfach mal geschrieben werden. Nee, ich feiere das wirklich. Also gerade auch so Real Talk Sachen bin ich komplett dabei. Es ist einfach nur ist wirklich ein Feeling von mehr als 1000%. Ich meine, guck mal, das Video kam heute online, ne? Es hat 100.000 Aufrufe jetzt schon. Er redet hier von einer kleinen Community. Ja, also mit meiner kleinen Community, da wäre es schon mal ganz schön. Ja, ja. Schwierig.